Alles klar, danke fürs Bescheid sagen. Aber normal hätte das eigentlich besser gepasst, aber ihr wisst ja, irgendwas ist immer. Ich fand es etwas zu leise. Ja, Seppo, du hast an deinem Gerät, worauf du den Stream guckst, meistens so eine Taste oder Schieberegler. Den kannst du auf 100% oder je nachdem auch drüber schieben. Bis die Nachbarn auch alles hören. Nur so als kleiner Tipp unter Freunden. Ah, oh Gott, Alex Kidd. Ja, ich werde das wieder machen, wie wir es auch beim GBA-Massaker gemacht haben. Ich gehe nochmal die Moderation. Im GBA-Massaker gemacht haben, dass wir uns alles 20 Minuten lang angucken und dann schauen wir mal, wenn irgendwas wesentlich mehr Fun macht. Dann werden wir da mehr mitmachen oder mehr davon zocken. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Warum bewege ich mich eigentlich? Ich kann die Kamera drehen. Wozu habe ich denn hier eine schön mit Objektiv stehen? Saki, ich grüße dich. 99 D-Mark zum Geburtstag. Auf meinen ganzen Gameboy-Verpackungen und Hüllen und so weiter sind auch noch die Preise drauf, so 125 D-Mark. Oh cool, die haben sogar ein bisschen Text dazu gemacht. Ich wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen recherchieren dazu. Ich hatte einfach keine Zeit durch die Überstunden und den ganzen Mist. Was habe ich für das Ding bezahlt? Ich glaube 70 Euro ungefähr habe ich dafür bezahlt. Also nicht von einem Reseller. I'm too young. In Shinobi World. So, Timer. Der steht noch auf Nudeln. So, dann würde ich sagen... Alex Kidd in Enchanted Castle. Alex Kidd, Meister des Kung Fu und Schere, Stein, Papier, muss auf einem gefährlichen Planeten Geld verdienen, Fahrzeug kaufen und die Welt erkunden. Die Niederlage in Schere, Stein, Papier bedeutet auf diesem Planeten den Tod. Ja, und nicht wundern, ich werde dann halt am Ende auch immer ein bisschen abmoderieren, dann muss ich das nicht noch irgendwo auf YouTube oder nachaufnehmen oder sonst irgendwas. Ihr könnt dranbleiben. Es geht auf jeden Fall bis kurz nach 12 und ich bitte dann auch die Admins dann immer mal wieder das in den Chat zu schmeißen, wenn ich wieder mit einer Abmoderation anfange, dass man am Start bleiben kann. So. Es ist alles blind auch, mal davon abgesehen. Ich mache den Chat auch mal ein bisschen kleiner. Vergrößert. Kann ich mich hier auch noch ein bisschen rauswagen. So. Deswegen kriegt er mal heute live mit, wenn ich Screen baue. Aber ich wollte ja die ganze Geschichte extra für euch nicht schon reinlunsen.
Na, wo ist es? Da. Hey Aldous, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Was macht die Kunst? So. Da kann man loslegen. Ja, Alex. Ich höre immer noch auf den N64-Mini. Das hat ja Nintendo abgesagt, soweit ich weiß. Oh, stimmt, hier muss man den Start-Button noch benutzen. Okay, Difficult. Normal, Easy, Hard. Control, genau. Normal oder Reverse? Okay, das hilft mir viel. Ich hatte eigentlich gehofft. Was ist Yanken? Gorilla, Queen, Bear, Wizard. Was? Guter alter Stein. Ha! Was? Ich bin reingekommen und musste meine Katze in die Ecke rollen. Gerade sehr anhänglich. Ja, Soccer hatte auch eben schon seine Camera Time. Was? Warum hat er. Ich weiß nicht, von der Alex Kidd Titel hältst. Würde ich weisen. Also es soll ja nicht unbedingt so das beste Spiel sein, was ich gehört habe. Die Serie in einem Online-Shop die Spiele dazu kaufen kann. Wird sowas von machen. Ja, das habe ich auch gesagt direkt von Anfang an. So, warum macht ihr keine virtuelle Konsole, wo man nachkaufen oder nachpatchen kann oder sowas? Das wäre absolut mega. So, ich drücke jetzt Start und starte auch den Timer. Okay. Beat me at the game and I'll give you 50 Dollar. Ich meine, es gibt so extrem viele Spiele, die im Online-Shop nicht schwer zu vertreiben sein dürften. Ja, vor allem, wenn du halt auch mal bedenkst, die meisten haben ja eh die Mini-Konsolen gehackt. Und batz, 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 batz gehackt und haben da andere Spiele draufgepackt. Wahrscheinlich dumm, weil der Geldsack mehr wert ist, aber verschwindet anscheinend nicht. Wir spawnen die Autos. So ein Stückchen rum, ist ein Teil hinter der Kamera, das ist doof. So. Ja, das N64 Mini ist ja angeblich nichts geworden, weil die Controller halt so teuer sind. Guter alter Stein. Damit. Ich dafür jetzt wirklich ein Leben ich kaputt machen kann, machen die mir bestimmt Aua. Oh Gott, ist die Steuerung slidey, rutschig. Okay, ich verstehe, warum Sonic Maskottchen geworden ist und er ist nicht geblieben. Aber ich sag mal, um nochmal aufs. Das war's? Okay. Was? Das war ein Haus? No. N64 müsste ja dann auch, okay, das war unerwartet.
Nochmal, das N64 müsste aber auch... bin ich gerade von Scheiße überrollt worden. Das N64 Mini müsste dann aber auch vier Controller dabei haben, weil einer der USPs von der Konsole waren ja halt, dass komplett Multiplayer-fähig beim größten Teil der Spiele war und soweit ich weiß, hat Nintendo auch gefordert, dass das so ist. Und ja, wenn du dann nur einen Controller dazu gibst, das wäre, gruselig, die einzigen Controller, die während der aktiven Zeit dreimal nachgekauft werden musste, Smash geschädigt wurden. Aber Smash haben wir damals auch sehr, sehr oft gespielt und ich muss noch keinen Controller nachkaufen. Kann das sein, dass ihr die einfach nur schlecht behandelt habt? Mann, das mit dem Geld hier ist echt wie im echten Leben. Geht's dem Geier da gut? Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Oben angreifen kann ich nicht, ne. Wir leben heute auch noch alle. Wo ich halt noch überlegen bin, ob ich mir einen umgebauten zulegen möchte, der... Ich hab sie doch gar nicht berührt. Der einen GameCube Stick drin hat. Star Wars fliegen. Rogue Squadron oder welches? Muss mal einen Kumpel fragen, ob der sein Zeug noch greifbar hat. Gott, das Sprungverhalten ist echt grauenvoll von Alex Kidd. Warum kickt er nicht, wenn er ganz oben ist? Jetzt. Ich habe immer wieder so einen Billy Controller von Big Ben, den waren schon einen Monat Schrott. Ich habe nie Second Party Controller geholt. Den einzigen nicht originalen Controller, den ich habe, ist halt hier das ASCII-Pad, aber die haben ja mit Nintendo zusammengearbeitet für das Ding und das merkst du halt auch, der fühlt sich halt vom Druckverhalten her genauso an wie ein kompletter Original-Controller. Plus halt dann die Features wie Autofeuer, das hat dem Luffy ja sehr geholfen beim Grinden, kann ich euch sagen. Ah, der war so billig! Also ich habe immer noch meine drei N64-Controller hier. Und da kommt die Memory Card rein. Oder das Rumble Pack. Oder der Reader für die Gameboy-Spiele. Oh, darf ich das Wasser berühren? Oh, ich habe gerade dieses... Was, aber ich... Oh, ich kann schwimmen. Stick soll aber auch nicht zur Seite kippen. Vielleicht bin ich es auch einfach nur gewohnt, dass er zur Seite kippt. Aber vom Controller-Feeling her und so weiter muss ich sagen, damit ist Nintendo echt weit voraus gewesen damals. Okay, das ging schnell. Rookie Town. Wir sind nicht in Funky Town, wir sind in Rookie Town. Man muss ein ganzes Stück eher drücken, weil durch die Animation ist der Schlag erst da, wenn die Faust groß ist. Das ist Spielgefühl technisch her unschön. Ihr seid bestimmt auch kacke, ihr Flieger. Hat er jetzt allen Ernstes auf den Sack gekriegt, weil ich den verdammten Flieger nicht mit dem Fuß berührt habe? Was stimmt in Rookie Town nicht mit den Autofahrern? Ein generelles Problem sein, ich habe den GameCube, Xbox, PS4 sogar wegen des 3D-Sticks verloren. Okay. Also bei der Switch habe ich auch noch keinen Drift drin.
Und GameCube hatte ich ehrlich gesagt zu lange nicht mehr in der Hand. Den suche ich halt immer noch, weil ich schauen will, welche Version ich davon habe. Ich mir dafür einen EOS-Adapter holen kann für HDMI-Signal. Das wäre der Burner. Ich dachte gerade, ich bin schon wieder im gewonnen. Entweder das oder Finger wie ein Schraubstock. Ein Schreibstock, was? Was? Wenn du auf dem Kopf stehst, ist okay, aber wenn du sie reinläufst, böse. Der ist nicht gesprungen! Der ist nicht gesprungen! Er löst sich im Schrank langsam auf. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das wird dem Held der Steine gar nicht gefallen, wenn ich Erdmännchen prügel. Warum ist hier irgendwie alles gefährlich? Oh, es sieht so süß aus, tot. Wofür brauche ich eigentlich das Geld, außer dass ich es bekomme? Ist das hier sowas wie der Highscore? Da ist schon wieder so ein stacheliger Biber. Da kommt der andere stachelige Biber. Ja, genau, lauf! Friss meine blauen Kugeln. Das ist also Johnny's World wechseln. Der ist ja auch bei mir um die Ecke, Held der Steine. Wollte gerade sagen, das ist schlecht. Oh Gott, ich will nicht mehr. Chat darf ich ausmachen für das nächste Game. Ich habe auch noch zwei Kurbos hier rumstehen, die ich auch noch aufbauen möchte im Streamer. Der dicke Monitor bei mir jetzt auf dem Tisch steht, wo ich das immer gemacht habe, bin ich ja auch als noch nicht dazu gekommen. Einmal Ripley von Alien und einmal Bender Bending Rodriguez. Rumschrauben eventuell sparen können. Kannst mal sehen, wie hart die gebrochen haben mit Alex Kidds alten Erzfeinden. Quadrate. Also Umbau, golden sein. Atomic Clear Purple Set. Das klingt seltsam, der Name. Ganz Street of Rage sehen. Ja, wenn du Glück hast, ich werde definitiv alle Spiele, die hier drauf sind, streamen. Mal sehen, wie viele wir heute schaffen und. Was? Wie viele wir heute schaffen und den Rest gibt's dann im nächsten Stream. Ich will überlegen, dann damit auch mal das NES Mini fertig zu machen. Da haben wir ja auch noch nicht alles gesehen. Hatte ich ja damals zum Release was dazu gemacht, dann kam wieder viel dazwischen, dann kamen andere Sachen dazu und dann ist das Ding irgendwie ein bisschen untergegangen. Bei Star Fox 2 habe ich auch immer noch nicht reingeguckt. Jetzt geht's auf einmal. Eben durfte ich nicht totdreschen. Was für eine Doppelmoral hier. Jetzt nicht. Was? 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 Was war das denn jetzt?
Habe ich jetzt eine in Anführungszeichen Röhre gefunden, weil ich dort gesprungen bin und dadurch den Boden zerlegt habe? Das kann erzählen, in meinem Leben hätte mir dieses Spiel Freude bereitet. Ja gut, aber mal ganz hart gesagt, so damals, was wolltest du machen? Du hattest die Kohle für ein Spiel und wenn du Pech gehabt hast, hast du dir halt einfach Schrott gekauft. Weil, was? Warum fallen die Dinger jetzt auf einmal runter? Das ist so unfair, jetzt bin ich traurig. wenn dann halt einfach Schrott erwischt hast, dann war das ganz hart gesagt so. Dieses. Was? Was? Dann war das halt so. Wenn ich allein bedenke, Shadowgate auf dem N64, was habe ich mal in den Arsch gebissen? Da, wow, ist ausgepackt, nehmen wir nicht mehr zurück. Ja gut, war halt damals noch nicht so einfach, dass man da... Ich glaube, damals gab es noch keinen Mediamarkt, oder zumindest hier nicht. Was mit Schrottspielen, also mal rausgehen oder wie? Ja, klar, das meine ich ja mehr oder minder damit, du musstest halt, ob du wolltest oder nicht. Warum hat er jetzt wieder nicht gekickt? Ich sag mal, hier im letzten Massaker-Stream, da hatten wir ja auch hier ganz harten Trash hier mit Spirit. Aber ich glaube, das werde ich mal wieder machen. Da werde ich auch mal wieder gucken, was ich so für 1 Euro schießen kann. Und dann machen wir mal wieder in der Richtung Games Massacre. Ich habe ja auch einige Schrottspiele für den Super Nintendo. Da muss ich mich auch mal damit hinsetzen und mal gucken, was wir da auch einfach nur mal anzocken für 20 Minuten oder so. Oh, hier gab's Union und das gibt's auch schon ewig nicht mehr. Hercules Center. Was gab's denn noch? Gab's einige Kaufhäuser, die dann nach und nach verpufft sind. Ja, Galeria Kaufhof gibt's hier auch noch. Captain Planet. Ach ja. Wir haben einen Superhelden, der für die Umwelt ist. Was sind seine Schwächen? Alles, was nicht Umwelt ist. Wie hieß der Gegenpart von ihm nochmal? Captain Umweltverschmutzung? Wo dann die Elemente, die Gegenteile waren. Waldsterben, Atommüll, Smog. Donald Trump. Ah, erträglich. Na ja, gut, ich werde morgen 38. Aber ich sag mal, gerade für den Gameboy gibt es auch einige Perlen, die ich gerne noch haben möchte. Habe ich leider hier Bubble Ghost nicht gekriegt, das hat mich geärgert. Wir haben noch 3 Minuten und ich cheate jetzt mal. Ich habe keinen Bock mehr auf Alex Kidd. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bis jetzt fürs Zusehen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Alex Kidd haltet. Haut rein.